Namen wird in dem Video verwendet. Deswegen ist diese Frage mit dabei. Real oder real wirkende Gewalt, Kriegs-, Naturkatastrophen oder Zerstörungsszenarien? Ich würde auch sagen, nein, sie schreien nicht. Verstörende Bedrohungs- oder Gewaltszenarien, die nachhaltig in die Erlebniswelt von der Kiefer wird zerstört, ne? Der Kiefer ist weg. Erläuterung von der vorherigen Frage, ob wir bedrohliche und ängstigende Inhalte haben. Das sind dann die Unterfragen. Das sind die Unterfragen davon, genau. Also bei den Zerstörungsszenarien geht es um Erdbeben, organisierte Gewaltkriminalität. Also nein, verstörende Bedrohungs- oder Gewaltszenarien, die nachhaltig in die Erlebniswelt von Kindern eindringen. Beschreibung von Kindstötung, Kindesentführung, Kindesmissbrauch. Ich sehe den ersten massiven Fehler, weil kinderverstörende Bedrohungsszenarien, das sind natürlich auch solche, die gegen Erwachsene gerichtet sind. Und in dieser Info heißt es nur, Beschreibung darstellen, Kinder. Und das finde ich einen ganz groben Fehler, weil Kinder sich identifizieren mit Eltern, mit Erwachsenen, mit Großeltern, das könnten Angehörige, Bezugspersonen sein. Diese Info ist miserabel, insofern, finde ich. Und vielen Dank für den Input, nehmen wir mit. Also die Bezugspersonen haben wir aufgenommen, die stehen drinnen. Noch ein Hinweis, ist es auch so, dass wir natürlich bei der Gesamtkonzeption des Systems die Wirkung der Gewalt alleine schon berücksichtigen in den Gewaltfragen. Natürlich ist jegliche Gewalt für Kinder in irgendeiner Form bedrohlich oder vermutlich, oder in vielen Fällen wird es vermutlich so sein, sodass dieser Aspekt in den allgemeinen Gewaltfragen schon hinterlegt ist und diese zusätzlichen Fragen dazu dienen, darüber hinausgehende Aspekte mit zu erfassen. Ja, das ist sozusagen die Idee dahinter. Insofern könnte man hier natürlich auch wieder in den allgemeinen Teil reingehen. Der ist aber schon abgefrühstückt im Gewaltbereich, sozusagen. Aber das Stichwort ist verstören. Ja. Das hat eine dramatisierende Wirkung. Ein Kind vergisst dieses Bild nicht jahrelang. Vielleicht am Leben lang. Aber Kinder nehmen ja am Stierkampf teil. Das ist ja total. Das meint aber die Frage. Ja. Die Erlebniswirkung. Okay, wir kürzen es ab. Verstörende Bedrohungs- oder Gewaltszenarien. Wer ist für ja? Wer ist für nein? Dann ist eine Mehrheit für Nein, aber es gab auch einige Ja-Stimmen. Das bejahen wir. Darstellen, die aufgrund des unheimlichen oder fremdartigen Charakters geeignet sind, bei Kindern Angst zu erzeugen. Also wir bejahen das, oder stimmt es? Ja, gerne. Muss das Nein sein? Wer ist hier für die Antwort Ja? Wer ist für die Antwort Nein? Nochmal kurz die Ja-Stimmen bitte. Und nochmal die Nein-Stimmen. Okay, es sind ein paar mehr Nein-Stimmen, aber es ist knapp. Bei der Frage war daran gedacht, an wie es in der Erläuterung drinsteht, also Monster, übernatürliche Phänomene, Okkultismus, auch das findet man im Internet sehr häufig und auch darüber haben wir viele Beschwerden. Schockeffekte, die den Betrachter stark erschrecken können. Wer sagt ja? Wer sagt nein? Entschuldigung. Das ist kein Effekt, das ist ein ganz dokumentarisches Foto. Sehe ich da manipulieren. Also im Sinne von Schock. So, auch hier, ich gehe mal rein, aber ich werde jetzt nicht alles durchziehen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich glaube zu wissen, dass keiner der Fragen hier in Betracht kommt. Das sind einfach Szenarien, da kommen wir auch beim nächsten Beispiel noch zu, die auch im Internet sehr häufig auftauchen, aber in den klassischen Bereichen Gewalt und Erotik in der Regel keine Rolle spielen. Der Nazi labelt das dann richtig? So, ich gehe jetzt mal zum Ende. Danke. So, am Ende erhält man diese Altersstufe als sozusagen Leitfaden. Der Anbieter kann also gucken, okay, das System sagt mir dann 12. Er kann die Altersstufe natürlich auch selber abändern. Er selber muss ja eine Altersstufe bestimmen, um sich dann rechtskonform zu verhalten.
Er ist ja auch verpflichtet, Jugendschutzbeauftragte zu bestellen bei bestimmten Größen und bestimmten Inhalten eben. Und was das System dann tut, ist, dass dieses technische Tagging aus der 12 oder der Altersstufe, die man bekommen hat, generiert. Und dieses Alter, dieses Tagging kann der Anbieter dann herunterladen und auf seinem System auf dem Verzeichnis hinterlegen. Und wie das funktioniert, ist in der Anleitung geschildert, die ebenfalls heruntergeladen werden kann. Das heißt, es ist ein sehr schnelles und einfaches System für Nutzer oder für Anbieter, ihre Inhalte entsprechend zu labeln und dann rechtskonformität herzustellen. Da ist doch jetzt eine ziemliche Bandbreite in der 12. Kann man abrufen, an welcher Stelle das Kadermann steht? Knappe 12 Richtung 16 oder drunter? Kann man nicht. Nee, man kann aber im System zurückspringen und die einzelnen Fragen ändern und gucken, was passiert. Also das wird immer sozusagen parallel mit berechnet. Ich nehme mal an, zum Beispiel, wenn man hier den Pressekontext rausnimmt, ist es eine 16. Ja. Ja. Und ich weiß aus Erfahrung, weil ich das schon oft gemacht habe, wenn Sie es oft machen, dann gewinnt man Erfahrung mit der Logik des Systems und weiß, welche Art von Fragen, wenn man sozusagen es nochmal macht, um auszuprobieren, dann lernt man am System. Das System lernt nicht an einem, aber man lernt, wie das System funktioniert, dann können Sie irgendwann einschätzen, das ist eine kriegsentscheidende, ich sage es jetzt mal so martialisch, kriegsentscheidende Frage, wenn Sie so oder so beantwortet, gehst du 12 oder 16. Das lernen Sie kennen in dem System. Da möchte ich auch nochmal kurz einhaken, das System soll auch an den Leuten lernen, deswegen ist es in einer offenen Beta-Phase. Das heißt, jedes Feedback, deswegen haben wir auch ein Kontaktformular, ist willkommen, damit wir die Fragen und auch die Berechnung entsprechend anpassen können. Das Ganze ist natürlich eine Mammutaufgabe, weil man letztlich die gesamte Realität in irgendeiner Form abbilden muss. Aber der Zweck ist eben, gewisse Anhaltspunkte den Anbietern auch zu liefern, um in der Praxis Leuten, die noch nie was von Jugendschutz gehört haben, zu ermöglichen, so eine Bewertung herzustellen. Also aus der Erfahrung von vor vielen Jahren war ich auch FSK-Gutachter und habe gemerkt, zu den Zeiten von Herrn von Hattig, und habe gemerkt, wie das System selber einen schmiegt und verändert. Das heißt, einen Gewöhnungseffekt auslöst. Und hier, glaube ich, muss man auch selbstkritisch sehen, solche Systeme verändern auch den Anwender. Man wird sicherlich mit der Zeit dann immer ein bisschen konformer und laxer. Also der FSK hat das alles so beschrieben. Zu Ihrem Namen. Haben wir überhaupt noch Zeit? Bitte?